Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich guck mal eben, ob die Aufnahme wieder läuft. Das kennt ihr ja, denke ich mir, schon von mir. Ja, heute spielen wir Fall Down, einen neuen Spielmodus auf Veni Server, weil Veni hat jetzt einen neuen Server gemacht. Der befindet sich in der Beta, hat auch schon TS und so. Ja, der hat gerade momentan 250 Slots und da sind irgendwie 120 Leute gerade drauf. Also man kann eigentlich relativ einfach drauf kommen. Ja, er hat momentan zwei Spielmodus, einmal Fall Down. Den spielen wir gleich, da werde ich euch das Ganze auch gleich erklären. Und einmal Crystal Defense, das ist sowas wie Bed Wars eigentlich. Ja, eigentlich fast genau das gleiche wie Bed Wars, ein bisschen anders, aber naja. Könnt ihr auch euch hin teleportieren, dann findet ihr hier auch nochmal eine Erklärung. Aber im Großen und Ganzen ist es so ähnlich wie Bed Wars. Ja, momentan hat er, wie gesagt, nur zwei Spielmodi. Hier kann man nochmal das Team sich anschauen, hier welches Team hier mitgewirkt hat. Und normalerweise kann man hier auch noch Jump'n'Runs machen, die funktionieren aber irgendwie gerade nicht. Frag mich nicht wieso. Aber naja, wir spielen jetzt Fall Down. Ja, ist finde ich auch ein relativ cooler Server, der Server von Veni. Ja, finde ich ziemlich nice. Ich habe ihn ja auch auf der Gamescom getroffen. Ja, finde ich auf jeden Fall ziemlich nice, der Server. Und ja, wir gehen jetzt einfach mal hier in diese Runde rein. Und gucken mal, ob wir reinkommen. Ja, Lobby ist natürlich, ob die Runde jetzt auch schnell startet, meine ich. Die Lobby ist natürlich jetzt momentan Weihnachtslobby. Die wird aber natürlich auch noch geändert, wenn Weihnachten vorbei ist, denke ich mal. Ja, aber die finde ich auch ziemlich nice, die Lobby. Das Jump'n'Run ist ziemlich hart, meiner Meinung nach, aber trotzdem eigentlich relativ nice. Ich finde die ganze Server eigentlich auch relativ nice, bloß man kann jetzt nicht mehrere Stunden drauf verbringen, weil irgendwann wird der Modus natürlich auch langweilig. Und dann weicht man natürlich auch auf andere Server aus, aber ich denke, wenn der Server wieder ein paar mehr Spielmodi hat, dann kann es auch ein Server werden, wo man viel drauf zockt. Ja, auf jeden Fall ziemlich nicer Server. Ja, und dann spielen wir auch mal die Runde Fall Down. Ich bin darin jetzt ziemlich schlecht, deswegen erwartet vom Gameplay nichts Großes. Ich glaube, bei Fall Down kann ich mich echt nicht aufs Gameplay konzentrieren, weil darin bin ich so scheiße. Ja, und ihr seht, man muss jetzt hier, man fällt jetzt hier so runter und muss jetzt versuchen, diese komischen Dinger hier da durchzufliegen. Dann erhält man Items und mit diesen Items muss man halt später kämpfen. Das bringt uns jetzt nicht so viel, das kann man hinterher auf Brauständen einlösen gegen irgendwas Bestimmtes, aber es bringt uns jetzt nichts und ihr seht, ich bin daran so scheiße. Ich habe jetzt ein Item bekommen, was uns dann auch nichts bringt. Ja, ich bin wirklich so scheiße in diesem Modus, aber ich hoffe trotzdem, euch unterhält dieses Video teilweise. Und vor allem, ich treffe ja sogar die Blöcke, aber sie funktionieren teilweise nicht. Jetzt haben wir eine Eisenbrustplatte, nice. Ihr seht zum Beispiel jetzt hier sehe ich so ein Pfeilgeräusch und dann sehe ich, es macht nichts. Ich treffe ja, ich fliege da eigentlich durch, ne? Zum Beispiel hier, ich bin da locker durch gewesen. Warum bekomme ich die Items nicht? Ich verstehe es nicht, warum? Ja, jetzt habe ich wieder einen, nice. Aber ich verstehe nicht, warum ich teilweise die Items echt nicht bekomme. Ja, jetzt ist klar, dass ich nichts bekomme, aber bei manchen Sachen... Aber naja, wenn man keine Waffe bekommt, dann erhält man später ein Holzschwert. Das finde ich auch ziemlich nice. Ja, und jetzt haben wir eigentlich nur Crap bekommen, außer hier diese Chest und so. Ja. Und ihr seht jetzt, wenn man hier runter geht, also wir sind jetzt hier in der Map, also in der Arena. Wir haben jetzt noch Schutzzeit. Dann seht ihr, wir haben ganz kurz so einen Aufprall. Wo dann ganz kurz wir Blindheit bekommen. Aber naja, geht ja auch so klar. Ja, jetzt haben wir Schutzzeit, eine Minute noch. Und gucken mal, wir brauchen eigentlich im Prinzip ein Enchantment Table. Und ja, man muss hier nur Rechtsklick drauf machen, dann sind die Sachen enchanted. Ja, enchanten wir mal unsere Eisenbrust. So, das haben wir bekommen. Schusssicher und Dorn, ja, lassen wir mal Dorn. Dann Sharpness, Knockback. Ich würde gerne noch Fire Aspect, aber wir können nicht mehr verzaubern, scheiße. Jetzt haben wir einen fetten Nachteil, Schärfe 2 und Rückstoß. Schärfe 2 ist natürlich nice, aber Rückstoß ist kacke. Ja, weil eigentlich hat man hier relativ oft, jetzt will er mich ernsthaft... Ne, ich dachte schon, er will mich fokussen. Weil hier haben eigentlich sehr, 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 sehr viele Leute haben hier Fire Aspect auf dem Schwert. Das heißt, wir haben jetzt einen riesen Nachteil. Einen riesen, riesen Nachteil. Wir können ja mal versuchen, auf den hier zu gehen. Da haben wir relativ gleiches Equip. Warum rennt er denn weg? Das ist der einzige, mit dem du kämpfen kannst, Junge. Die anderen haben viel besseres Equip. Wärst du jetzt nicht weggerannt, wärst du vielleicht in einem fairen Kampf gestorben. Versuche einfach mal ein bisschen Oh mein Gott, war das abgestaubt. Oh mein Gott, das tut mir ja schon leid. Oh mein
Gott, scheiße, sorry. Es tut mir gerade echt irgendwie ein bisschen leid. Oh mein Gott. Okay. Naja, machst du nichts. Aber es tut mir eigentlich schon ziemlich leid. Aber naja, jetzt haben wir wenigstens durchs Abstauben alles halbwegs Gutes bekommen. Und den haben wir auch. Nice. Das ist meine beste Runde gerade. Ich habe mehrere Kills gemacht. Das ist eigentlich irgendwie gerade meine beste Runde. Ja, mal schauen, was die Runde so von sich gibt, wie gut die Spieler hier sind. Ist ja der Veni-Server und Veni ist ja bekanntlich ein sehr guter PvP-Spieler. Mal gucken, wie die Spieler hier auf diesem Server so abgehen. Ich weiß natürlich nicht. Natürlich jetzt wieder was komplett anderes, so ein neuer Server. Aber könnt ihr einfach mal drauf joinen. Ich glaube, ich werde vergessen, die IP in der Beschreibung zu packen. Deswegen sag ich es euch jetzt einfach mal. Und zwar ist die falldown.me. Also der Server heißt auch Falldown im Prinzip. Der gleiche Name wie der Spielmodus. Finde ich ein bisschen komisch, aber naja. Falldown.me, wie gesagt. Und mit dem Braustein kann man dann irgendwie die Items da rein tun. Das habe ich aber nicht gecheckt. Irgendwelche Crap-Items. Dann. Ja, okay, jetzt werde ich verkacken. Ja, nice. Aber es war gar nicht mal so eine Scheißrunde, muss ich sagen. Auf jeden Fall mit diesem Braustand und mit diesen Crap-Items da verwerten, das checke ich selber nicht. Aber naja, ich fand die Runde jetzt gar nicht mal so schlecht. Wir haben 2 Kills gemacht. Ja, ich würde sagen, wir können ja nochmal eine Runde machen. Einfach mal ganz uncut. Ja, ich finde den Modus ziemlich nice. Ja, ich finde, wir müssen Crystal Defense nicht spielen, weil das ja so ähnlich wie Bad Wars ist. Das muss ich euch eigentlich gar nicht zeigen. Das könnt ihr euch ja selber angucken. Ich finde, das ist eigentlich so ähnlich wie Bad Wars. Ja, eigentlich wollte ich euch jetzt hier nur Falldown zeigen. Ich finde es ziemlich lustig, aber ich bin halt in diesem Fall-Moment sozusagen, bin ich halt ziemlich scheiße. Aber ich finde das Ganze auch sehr gut gemacht mit diesen, man kann verzaubern, wenn man am Ende ist und man hat halt auch relativ viele Level. Kann dann halt verzaubern, bekommt halt mega geile Verzauberung. Das finde ich eigentlich, das System finde ich eigentlich ganz gut. Ja, also ich finde jetzt aber eigentlich mega nice. Wollte ich das jetzt nur zeigen. Ich bin übrigens im Vorproduktionsstress. Okay, Stress ist es jetzt nicht. Ich produziere 2 Videos vor, wow. Weil mehr schaffe ich natürlich nicht. Wenn ich jetzt im Urlaub bin, kann ich leider keine Videos aufnehmen. Und davor schaffe ich einfach nicht, Leute. Ich habe ja auch noch irgendwie ein anderes Leben. Und ja. Deswegen, also. Kann ja auch nicht endgültig immer am PC. Ich kann ja auch nicht die ganze Zeit am PC 24/7 jetzt in den Ferien. Ja, deswegen, aber ich werde über die Weihnachtszeit jetzt was für euch aufnehmen, weil ich denke, ich werde an den Weihnachtstagen nichts in Ruhe aufnehmen können. Privat zocken werde ich, denke ich, mal ein bisschen können in den Weihnachtstagen. Aber irgendwie großartig was aufzunehmen, wird halt schon relativ schwer werden. Ja, deswegen, sollte ich das, euch das einfach nur so gesagt haben, ich nehme gerade einfach die Videos ein bisschen vorproduziert auf. Das heißt, jetzt nehme ich das Video auf, dann habe ich schon für Heiligabend was. Und für den ersten Weihnachtstag brauche ich dann noch einmal was. Weil den Rest brauche ich ja eigentlich gar nicht. Für den Rest brauche ich eigentlich gar nichts, weil ich ja am 26. schon im Urlaub bin und da werde ich es definitiv nicht schaffen. Weil ich werde die Videos alle natürlich an den Weihnachtstagen hochladen, aber ich werde es halt nicht aufnehmen. Das heißt, ich werde es auch nicht auf geplant oder so machen. Sondern ja, will sie einfach nur aufnehmen, dass ich es schon mal aufgenommen habe und ich es noch aufnehmen muss. Eigentlich nur dazu. Und ich treffe die Cores, aber bekommen sie nicht. Fragt mich nicht, wieso. Vielleicht checke ich es auch einfach noch nicht ganz, den Spielmodus. Aber eigentlich muss man hier diese Cores nur einsammeln. Oder diese Dinger hier einfach nur einsammeln und dann floppt das Ganze. Aber irgendwie funktioniert es bei mir nicht. Egal. Wir haben gar nicht mal so scheiß Equip dafür, dass wir jetzt kaum was getroffen haben. Die anderen haben natürlich bestimmt wieder besseres Equip. Aber okay. Okay, nice. Wir haben jetzt hier. Oh, wir haben so ein nices Schwert eigentlich. Okay, wir können nichts mehr verzaubern. Wir haben einfach nur drauf gespammt. Das war ein bisschen dumm eigentlich. Aber naja. So viel eigentlich nur dazu. Ich nehme jetzt halt auf für den ersten und zweiten Weihnachtstag noch. Das heißt, es werden jetzt 3 Videos kommen. Noch dann leider nichts mehr. Bis ich aus dem Urlaub wieder da bin, dann kann ich wieder ein paar Videos machen. Ja, so viel eigentlich nur dazu. Mehr muss ich dazu eigentlich auch gar nicht sagen, ne? Nehme jetzt halt noch das Video auf, dann nehme ich später noch ein Video auf und dann fahre ich halt erstmal getrost in den Urlaub und danach kommen dann wieder ein paar Videos. Da freue ich mich auf jeden Fall auch schon wieder drauf, mir macht sehr Spaß, YouTube zu machen. Ich verdiene damit jetzt auch kein Geld, ich könnte mein Konto eingeben, aber habe ich noch nicht bis jetzt gemacht. Vielleicht werde ich das mal in Zukunft machen, aber
Erst dann, wenn ich meinen PC, denke ich mal, wieder ab und wieder aktiv Videos, richtig aktiv Videos bringe. Also wenn ich meinen PC endgültig wieder bekomme, sozusagen. Für immer und alle Zeit. Spaß. Da werde ich vielleicht mal mein Konto eingeben. Aber momentan macht mir YouTube ja auch einen Spaß. Alles klar. Oh Mann, egal. Ich wollte euch eigentlich nur diesen Spielmodus vorstellen und ich denke, das ist mir ganz gut gelungen. Jetzt habe ich ein bisschen gefailt in dieser Runde. Die andere Runde war aber eigentlich ganz okay. Mir gelingt es aber immer noch nicht, diesen Spielmodus zu gewinnen. Ich finde den einfach so schwer. Ich bin dann einfach so schlecht. Aber naja. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ja, gleich nehme ich noch ein Video auf. Ich vorproduziere ein bisschen. Im Urlaub werden leider keine Videos kommen. Das schaffe ich einfach nicht zeitlich. Ja, keine Ahnung. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Und ja, bis zum nächsten Video. Es wird ja noch eins jetzt, glaube ich, kommen. Danach leider, wie gesagt, im Urlaub. Aber danach, nach dem Urlaub wieder. Ja, also haut rein und ciao, Leute.